Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial für Train Driver 2. Das wird ein recht kurzes Tutorial, denn es geht darum, wie man in einem mechanischen Stellwerk die elektrischen Weichen bedient. Das sind die Kollegen hier in dem Fall. Und es ist grundsätzlich nicht schwer, die zu bedienen. Im Störungsfall muss man ein bisschen was beachten und das schauen wir uns heute mal an. Wenn die Weichen keine Störung haben und alles soweit okay ist, dann schaut es aus wie so hier rechts mit den zwei Plomben hier noch drauf. Auf der linken Seite habe ich gerade eine Plombe entfernt. Und wie kann man jetzt hier die Weiche umlegen von Plus auf Minus? Ganz einfach. Wir klicken da einmal mit der linken Maustaste auf den Hebel, dass er in der Nullstellung ist. Klicken in dem Sinn jetzt hier auf Minus. Und um sie jetzt auf Minus zu verriegeln, drückt man die Num-Taste Minus, gedrückt halten und hier drauf. So, um das jetzt wieder in die andere Richtung zu machen, linke Maustaste hier drauf, würde ich jetzt Plus-Taste gedrückt halten und drauf, macht er nichts. Ich muss zuerst vorher hier auf Plus drücken, dann auf Num Plus gedrückt halten und hier drauf und so kann ich die umlegen. Okay. Wie mache ich denn jetzt eine Notfallumlegung für den Fall, dass zum Beispiel hier der JZ hier am Aufleuchten ist, also die Besetztmeldung? Ganz einfach, also ja, wie man es halt sieht. Steuerung, Linksklick auf die Plombe hier. Wir tun den hier in die Neutralstellung. Und jetzt drücken wir Steuerung und in dem Sinne jetzt Linksklick auf JZ. Und dann wird umgeschalten auf Negativ. Das gleiche mit Steuerung Plus gedrückt halten und auf JZ auf Positiv. Das ist die Notfallumlegung. Okay. So, was passiert denn, wenn uns jetzt jemand die Weiche auffährt? Das haben wir gleich mal demonstrieren. Ich habe da hinten eine SM42 mit ein paar Güterwagen. Und ich werde jetzt mal die Weiche absichtlich falsch machen. Sprich, machen wir das mal hier auf Negativ riegeln und dann werde ich mal die SM42 drüber fahren lassen. Ja, das seht ihr jetzt gerade im Stream nicht, aber die fährt da jetzt mal drüber. Und gleich müsste der Alarm losgehen. Ja. So, da. Das sieht jetzt hier so aus. Er ist jetzt hier schön am Leuchten. Die Lichter sind ausgegangen. Wir haben jetzt hier eine Störung. Wir schauen jetzt, dass die SM42 dann mal wieder verschwindet. Dass die Weiche frei ist. Lass jetzt mal wieder rückwärts fahren. Jo, ein Stückchen noch. Die Weiche ist jetzt wieder frei. Mal wieder anhalten. Okay. Was wir jetzt eigentlich machen müssten, ist zu schauen, in welcher Endlage die Weiche ist. Das heißt, als Ordensleiter müssten wir jetzt da hinlaufen und schauen, wie liegt sie denn jetzt. Ich hab da manchmal einen kleinen Cut, bis ich da bin. So, da wären wir jetzt bei der Weiche da. Wir haben jetzt gesehen, okay, die Weiche grundsätzlich ist frei. Und wie sie jetzt liegt, wir gehen jetzt wieder in unseren Kommandoraum hier rein. Und was wir jetzt hier machen, wir wissen, dass die... Bin ich jetzt im richtigen Stellwerk? Ne, falsch. Wo ist es? Da ist es. Wir wissen, dass die jetzt auf Plus steht. Wir gehen jetzt hierher. Tun die Plombe hier entfernen bei KR, drücken die Taste Plus, weil es in der Plusstellung ist, beziehungsweise den erstmal in die Mitte, Plusstellung und auf KR. Okay. So, und jetzt müssen wir hier den Mechaniker anrufen, dass der unsere Weiche hier repariert. Wenn wir das machen, ist absolutes Fahrverbot über diese Weiche, bis das wieder repariert ist. Dem Mechaniker kann man mit dem Befehl, habe ich es denn,
E1758 und da ist jetzt Automatica hier drin, auslösen. Der eigentliche genauere Text ist ein bisschen länger, das ist im Wiki auch verlinkt, aber es muss bei dieser Meldung entweder Povidomone, Automatica, AMZ oder ICA vorkommen. Ich verlinke euch das, wie der eigentliche Wortlaut ist, aber das ist schon ausreichend. Wenn wir da jetzt hier sagen Send, dann sagt er uns, okay, der Mechaniker ist in 6 Minuten da und in 6 Minuten wird er die Arbeit beginnen, wie gesagt. Bis er die Arbeit beginnt und fertig ist, darf nichts über die Weiche drüber fahren. Okay, ich habe das dann schon einmal ausgelöst, also wir werden jetzt keine 6 Minuten warten. Sieht es dann hier so aus, dass er dann hier nochmal schreibt, okay, er ist jetzt hier da und er fängt jetzt an zu reparieren. Dauert zwischen 3 und 5 Minuten und dann kommt nochmal eine Meldung und sagt, okay, die Weiche ist wieder in Ordnung und die Plomben sind wieder drin. Das heißt, das, was ihr hier weggenommen habt, diese Plomben, tauchen dann wieder auf. Und ihr könnt die Weiche wieder ganz normal nutzen. Aber so ist sie jetzt für alles gesperrt. Und das war's auch schon, wenn man hier diese elektrischen Weichen bedient. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.